Hallo, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr jetzt schon da seid. Ihr wart vor mir da. Kommt, schauen wir uns das Haus heute an. Wir sind heute in Esentepe. Hier steht ein sage und schreibe 6+1 Haus. 6+1 ist allerdings ein bisschen geprahlt. Das Originalhaus war tatsächlich früher mal ein 3+1 mit 180 Quadratmeter. Heute bieten wir euch 240 Quadratmeter zum Preis von, zu dem Preis komme ich noch zu sprechen. Wir sind hier in der Küche. Das ist die offene Wohnküche. Was macht dieses Haus so besonders? Schaut mal aus dem Fenster. Da wisst ihr, wovon ich rede. Wir sind hier in der ersten Meereslinie. Näher am Wasser kann man nicht wohnen. Ihr werdet gesehen haben, was es hier für Möglichkeiten gibt. Wir sind hier direkt in Esentepe. Der Investor lebt hier nicht mehr, überlässt das Haus komplett mit dieser Einrichtung. Wir haben hier mehrere Kamine, also mehrere Kühlschränke sehe ich gerade sogar und sehr, sehr viele Zimmer. Einbauschränke sind obligatorisch. Die Waschmaschine ist natürlich auch im Preis mit inbegriffen. Hier ist das erste Schlafzimmer. Über die Möbeleinrichtung kann man sich durchaus unterhalten. Vielleicht können wir da nochmal nachjustieren. So. Gerade. Hier ist das Badezimmer dazu. Hier sind wir, befinden wir uns schon aktuell im Anbaubereich des Hauses. Hier ist das Originalbad. Können wir in den ersten Stock gehen. Der erste Stock bestand früher gar nicht. Der wurde komplett angebaut. Hier ist das Hauptschlafzimmer. Riesengroß, wie andere Leute Wohnzimmer. Ein unverbaubaren Meerblick. Man kann hier im Bett liegen und mit diesem Blick aufwachen. Die Bäder befinden sich hier, das Badezimmer. Wir haben hier überall Keramikböden, wir haben überall Klimaanlagen. Die Einrichtung komplett. Ist jetzt nicht die modernste, aber zum Anfang geht es erstmal. Hier geht es weiter. Da scheint die Birne durch zu sein. Hier sind nochmal, wow, 1, 2, 3 Zimmer und 2 Bäder. Hier ist das Schlafzimmer oder das Gästezimmer mit eigenem Kamin. Alle haben diesen Ausblick. Auch hier kein Licht vorhanden. Bei so vielen Zimmern könnte man ruhig eins als Arbeitszimmer verwenden. Ein weiteres Schlafzimmer. Mit einem hervorragenden Meeresblick. Ich gebe zu, an diesem Haus muss ein bisschen was getan werden. Das Haus ist tatsächlich 14 Jahre alt. Allerdings mit diesem Panorama ist hier sehr, sehr viel Substanz für das Geld. Von außen haben wir auch noch ein paar Dinge, die ich euch zeigen kann. Und hier ist ein weiteres, eher kleines Zimmer, allerdings mit einem eigenen Badbereich wieder. Hier ist nicht mal eine Glühbirne drin. Die Bäder sind relativ neu. Klar, der Umbau hat erst vor 6 Jahren stattgefunden. Hier ist der Staubereich für das alltägliche Leben, was man hier so verräumen kann. Ihr wisst ja, in Nordzypern gibt es wenig Häuser mit Keller. Erst dreimal nicht hier in der Ecke Esentepe. So muss man eben auf die Quartiere ausweichen. Wir haben draußen noch Gartenhäuser, Pumpen, ein Barbecue- und Barbereich. Hier ist die Poollandschaft.
Hier haben wir eine Außendusche. Und hier ist das eigentliche Lager. Das Haus hat einen Carport im vorderen Bereich. Das Haus, euer Auto steht immer schattig. Dieses Haus kostet 400.000 Pfund. Für ein 6+1 Haus mit 4 Bädern ist das eigentlich mit dieser Aussicht, mit dieser Nähe zum Wasser, ist es praktisch ein unschlagbarer Preis, wenn man die Quadratmeter rechnet gegenüber das, was man normalerweise für 400.000 hier bekommen könnte. Das Haus ist in die Jahre gekommen, es gibt ein paar Arbeiten. Ich würde sagen, wer hier bereit ist, 10% von dem Invest, was er für das Haus tut, reinzustecken, dann hat er hier ein Schmuckstück, was unschlagbar im Vermietbereich ist. Man kann hier es selber bewohnen. Allerdings bezweifle ich, dass hier eine Familie mit 4 Kindern hierher ziehen würde. Dafür muss man immer noch die Schulsituation beobachten. Allerdings, was hier auf jeden Fall geht, ist für eine größere Familie oder eben als Feriendomizil, was dauerhaft auch in Vermietung gegeben werden kann, ist das ein optimales Objekt. Wenn euch das gefallen hat, dieses Video, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Wir sind Entdecke Nordzypern, wir sind Sunrise, ich bin der Murat, wir sind hier auf Nordzypern und freuen uns auf deine Kontaktaufnahme. In diesem Sinne, Peace.